Also ich nehme sehr vieles mit, vor allem, dass ich selbst noch sehr viel lernen muss, dass ich mit den neuen Medien noch nicht so vertraut bin, wie es wahrscheinlich die Zukunft erfordert, dass meine Studierenden wahrscheinlich damit viel mehr vertraut sind als ich und ich mich da auch noch irgendwie informieren muss und neu anpassen muss. Aber ich sehe schon auch viele Dinge kritisch, also gerade jetzt im letzten Vortrag über die MOOCs habe ich das Gefühl, okay, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das die Form wäre, mit der ich unterrichten möchte, weil ich denke, dass, ja, dass einfach der persönliche Kontakt zu den Studierenden sehr wichtig ist. Und gerade, also ich unterrichte in der sozialen Arbeit und gerade hier habe ich das Gefühl, dass also persönliches Feedback und der persönliche Zugang zu den Studierenden, was sehr zentral ist, ist, das auch sehr geschätzt wird, was ich bei meinen Studierenden auch immer wieder mitbekomme. Besonders gut gefällt mir, dass so viele verschiedene Angebote sind, wobei das auch gleichzeitig ein bisschen ein Stolperstein ist, wenn man sich nicht alles anhören kann, was man gerne hören möchte und die Entscheidung oft sehr schwer fällt, in welchen Track gehe ich jetzt. Aber im Prinzip finde ich die Breite des Angebots sehr ansprechend. Ich werde mir jetzt noch einen Workshop über eine E-Learning-Plattform anhören und denke, dass das etwas ist, was ich ein bisschen mehr in meinen Vorlesungen auch forcieren möchte. Vor allem auch die Gruppenarbeiten unter den Studierenden, dass sie mehr miteinander arbeiten und es nicht so eine Einzelkämpfer- oder Kämpferinnen-Sache wird, jetzt eine Seminararbeit abzugeben oder sich die Lerninhalte anzueignen, sondern dass man da eben mehr mit Gruppen arbeitet und ich dann auch vielleicht ein bisschen weniger Aufwand habe, wenn ich Gruppen betreue, als jede Studierende einzeln.